Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Railroad Corporation hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier in unserem wunderschönen Auftrag Nummer 2, in dem wir einmal eine komplette Klamotte in Richtung Atlanta transportieren müssen, die wir in Nashville herstellen können. Hier gibt es das Werk dazu, die Kleidungsfabrik. Und dazu müssen wir Stoffe von Nashville oder von Atlanta aus dorthin transportieren. Ups, Entschuldigung, Schluck auf. Das wollte ich nicht. So, denn in Atlanta könnten wir auch theoretisch Stoffe herstellen. Also wir könnten hier von Chinatown in Richtung Atlanta fahren und dort natürlich das Material hinbringen und dann nach oben bringen. So, wir haben uns in der letzten Folge hauptsächlich damit beschäftigt, hier Personenverkehr in Gang zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ist der jetzt einmal hier gewesen? Ja, er ist gerade einmal hier gewesen. Also das müsste einem richtig Geld gegeben. Schade, das wollte ich nicht sehen, wie viel er bringt. Aber gut. Wir sind jetzt bei 29.000 im Plus, das heißt, er müsste ordentlich was bringen. So, hier haben wir das Weizenfeld, wo wir den Weizen quasi immer noch hier unten transportieren, der noch abgebaut wird. Aber wir müssen bald dafür sorgen, dass wir hier mindestens das Fleisch oder die Erzeugnisse hier wegbekommen. Kann ich denn Fleisch hier verkaufen? Nein, kann ich nicht, aber Fleisch könnte ich hier verkaufen. Ne? Hier kann ich auch Kleidung verkaufen. Alles klar. Das heißt, theoretisch könnte ich das Fleisch hierhin transportieren und das Leder kann ich, muss ich dorthin mit transportieren. Gut, wie schwer ist denn ein so ein Ledercontainer? 15 Tonnen. Dann würde ich sagen, richten wir erstmal eine Linie ein, die hier so fährt, zwischen diesen beiden Bahnhöfen. Und zwar dann hier Leute mitnimmt, ne, ab und zu haben wir hier Leute im Angebot, von hier aus Leute mitnimmt, die dann mit hier hinbringt und natürlich auch Fleisch mitnimmt und das dahin bringt. Also einmal Leute und dreimal Fleisch, denke ich mal, ist ein ganz guter Abtransport. Und genau das gleiche, wenn wir hier mit dem Zug machen, dann müssen wir noch einen zweiten Zug draufsetzen, damit das hier ein bisschen mehr fährt. Gut, oder wenn wir 2 zu 2 machen, dann ist das Leder zumindest schon mal dort in der Fabrik und dann müssen wir ja nur noch versuchen, die hier richtig anzubinden. So, Geld haben wir jetzt erstmal genug. Wir können auf jeden Fall erstmal eine Schiene bauen hier. Eine weitere, ein Gleis. Chattatoga verlangt nun an Fleisch. Ach, jetzt nimmt das eigene Fleisch ab. Ach ja, das ist ja auch nicht schlecht. Kriege ich dafür Geld? Nein, dafür kriege ich kein Geld. Aber dafür würde ich Geld kriegen, wenn der mir gehören würde, ne? Unterhalt? Ich stelle es her für 3.000. Okay, also Fleisch geht jetzt nicht hier automatisch weg. Bekomme ich denn Geld dafür? Oder bekomme ich kein Geld dafür, ne? Gewöhnliche Produkte. Wenn ich es kaufen würde, würde ich dafür Geld bekommen. Und da kostet 83.000. Das ist ganz schön teuer, das Ding. Gut, okay. Dann brauche ich ja jetzt erstmal doch mich gar nicht um das Fleisch kümmern. Dann muss ich mich ja doch erstmal um die andere Sache kümmern. Gut. Alles klar. Dann kümmern wir uns um die andere Sache. Und zwar kümmern wir uns um T1. T1 wird jetzt, ja, noch einmal so fahren. Okay. Das wiederum ist gar nicht mehr so schön. Wir müssen in Saratoga einladen. Das ändern wir. Und zwar ändern wir in Saratoga das Einladen auf Leder. Nimm mal dreimal Leder mit. So, und in Knoxville müssen wir ausladen dann. Echt zu schwer. 15, 15, 15 sind 35 plus 12. 15 sind 45 plus 12. Ist echt zu viel, ne? Geht nur so, okay. Dann müssen wir hier zweimal Leder ausladen. Und ansonsten können wir ja Leute mitnehmen zurück, weil hier oben haben wir ja kein Produkt, was wir damit hinnehmen wollen, ne? So, das bestätigen wir mal. So, dann haben wir nämlich auch schon den Lederabtransport. Hier würde man nämlich ordentlich für das Geld, also ordentlich Geld fürs Leder bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Theoretisch können wir hier auch Fleisch hinliefern. Warte mal, T1. Vergess mal alles, was wir gesagt haben. Du mach mal hier. Nee. Das weiter und. Das weiter bestätigen. So, wir machen einen neuen Zug. Und zwar kaufen wir uns dafür den Johnny Bull, der ja ein bisschen mehr Leistung hat. Da fügen wir den Bahnhof hinzu, und zwar Sheraton Knoxville. Knoxville, da möchten wir gerne hinzufügen. Knoxville, danke. Lade uns mal auf. 1, 2, 3, 4 Leute. Weil Leute hast du hier genug. Und dann fährst du
In Entladen tust du... zweimal Fleisch, zweimal Leder. Das müsste sich ausgehen, genau. 65 Tonnen, dann kann ich nochmal Leder drauf tun. Dreimal Leder, zweimal Fleisch, weil das Fleisch brauchen sie da ja selber, ne? Aber dann auch nicht so viel, okay. Gut, ein bisschen was bleibt auch für uns. Dann können wir aber noch, Menschen aufladen, glaube ich. 60 Tonnen, okay. Gut, und dann können wir hier in Saratoga sagen, entlade mir die 5 Minikeksen. Das stört mich nicht weiter. Lade auf. Ah, ich muss noch Minikeken entladen. So. Trotzdem zu schwer? Wieso? Was? Warum? Wieso ist das jetzt zu schwer hier? Zug ist überladen. 1, 2, 3, 4, 5. 16, 16. Achso, das ist ja... Achso, ah, deswegen ist das überladen. Alles klar, okay. Dann waren wir doch richtig so. Alles klar, okay, gut. Bestätigen. So, und dann kann der Zug nämlich losfahren. Dann fährt nämlich jetzt T3. Kommt jetzt hier gerade an? Ach, T3 kommt hier gerade an, okay. Dann müsste T4 jetzt aber trotzdem losfahren auf dem äußeren Gleis. Hier treffen sie sich wieder, da ist ein bisschen Warten angesagt. Und hier haben sie wieder zwei Gleise, wo sie drauf langfahren können. Das sollte sich ausgehen, dass da immer ein bisschen die Züge in Bewegung sind. So, jetzt kommt T3 hier an. Da wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken, was das hier an Geld bringt. Oh, da fährt er durch die Waggons durch. Ach, ist schwierig. Geht aber. Haben wir jetzt so nicht gesehen. So, dann gucken wir mal, was bringen denn die Personen? Pro Person bekommen wir 4600 geliefert pro Waggon. Das ist schon mal nicht schlecht. Also, kohletechnisch sind wir da erstmal schon mal auf einem guten Weg. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das hier trotzdem. Binden wir das mal an. Und werden hier auch Personentransport betreiben. Zumindest so versuchen. So, dann gehen wir nämlich hier raus. Dann gehen wir hier schön durch den Wald, bis wir dann hier hinten dran sind. So, das würde ganz schön viel Bauarbeiten kosten. Alles klar, okay, dann gucken wir mal, ob wir die 12.000 Bauarbeiten oder Erdarbeiten nicht ein bisschen reduziert kriegen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Leute einstellen, damit das ein bisschen schöner ist. Bestätigen. So, wir gucken nochmal ganz kurz Personal. Da könnte man bestimmt auch noch was tun. Was haben wir denn jetzt hier alles? Saratoga, Bürovoraussetzungen, benötigt Quadratmeter 11. Fähigkeit, okay. Atlanta, Baukosten, Ski, minus 10, Angestelltengehalt. Okay, Angestelltengehalt minus 25%, das ist natürlich auch nicht schlecht. Birmingham. Oh, der Johnny Bull Preis minus 40, den stellen wir auf jeden Fall ein. Der bringt uns richtig, der bringt ja richtig was. Minus 40% auf den Johnny Bull, deshalb ist der Johnny Bull billiger als der Best Friend. So, kann ich jetzt eigentlich, wie kann ich denn Züge eigentlich austauschen? Das interessiert mich nochmal, wie kann ich denn hier, der ist ja fast am Lebensende. Den kann ich denn zerlegen, okay, gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt noch einen Johnny Bull. Und noch einen Johnny Bull. Zwei Stück. Und werden jetzt den ältesten Zug, den T1, den werden wir jetzt einfach mal kopieren auf den Johnny Bull. War das so? Ach so. Kann den nicht kopieren auf den bestehenden Zug. Na, das ist ja blöd. Da haben wir ja wieder Mist gemacht. Okay, dann müssen wir jetzt, okay, dann kommt T5 kommt erstmal dran und kriegt dann erstmal, warte mal, das machen wir dann aus hier. T5. Du bekommst einen Auftrag. Und zwar Bahnhof hinzufügen. Und zwar nehmen wir hier Nashville. Du lädst auf 5 Personen. Und fährst nach Saratoga. Achso, und entlädst 2x Fleisch. Oder so. Und 3 Personen. Weiß nicht, ob das sich ausgeht. Könnte sein, dass es sich knapp nicht ausgeht. So, Bahnhof hinzufügen, Saratoga, entladen, 5 Personen, laden, 3 Personen, 2x Fleisch, geht sich nicht aus, nehmen wir eine Person raus,
Und dann müsste hier der Fleischtransport natürlich abgehen. So. Gut. Das bestätigen wir mal so. Haben wir hier schon, da haben wir schon eine Werkstatt gebaut. Okay, dann werden wir die hier natürlich auch noch bauen, ausbauen und dann hier eine Werkstatt bauen. So. Gut, dann haben wir den jetzt so unterwegs. Und Bahn Nummer 6. Wir müssen ja auch hier quer rüber dran vorbei an das Feld rankommen. Das müssen wir jetzt auch anschließen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Die können wir dann hier innen doppelt legen, wenn wir da eine doppelt brauchen. Die können wir dann auch doppelt legen, wenn wir da mal eine doppelt brauchen. Momentan fährt aber bloß ein Zug hin und her. Und das sollte sich so ausgehen. Das heißt, wir brauchen Schienenbau. Ich will jetzt nämlich die Baumwolle hier herbringen, damit ich dann an... was ist denn los hier? So, zieh dich mal da raus. Genau, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo müssen wir denn ankommen? Wir müssen hier ankommen. Das wäre sehr, sehr teuer. Gut, also wir müssen hier durch den Wald durch irgendwie mit. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. So, das geht schon mal für die Erdarbeiten. Das nehme ich auch noch. 600, 800, das ist alles noch im Rahmen des erdenklich Möglichen. Dann gehen wir hier mal einmal quer durch den Wald durch. Wartet seit 30 Tagen, Johnny Bull. Ja, T6 wartet seit 30 Tagen, ja, das stimmt. Und hier müssen wir natürlich eine ziemlich lange Brücke bauen. Manchmal hat man es aber nicht leicht. Aber ich denke mal für 29.000 die Strecke. Da haben wir gut im Minus gelandet. Okay. So, Kontoüberziehung. Ja, das habe ich gerade hingekriegt, ich weiß. So, jetzt müssen wir T6 natürlich mal eine Route geben. Und zwar kriegt T6 folgende Route. Warte, ausmachen. Geschäftsmodell. Wo ist er denn hier? Lokomotiven, da. Du fährst Bahnhof hinzufügen. Ja, abliefern kannst du ja nicht, also fährst du hier hin. Fort Dingenskirchen, lädst und so viel Baumwolle wie du kannst. Oh, das sieht gut aus. Und dann fährst du nach Nashville. Bahnhof hinzufügen. Einmal nach Nashville. Ja, bitte hinzufügen, danke. Und entlädst 5-mal Baumwolle. Bestätigen. So, die Tour ist schon mal gestattet. So. Dann werden wir diesen Zug jetzt hier austauschen. Das heißt, wir werden ihn einmal kopieren. Mit einem Johnny Bull. Kann ich, habe ich so viel Geld, aber warte mal, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen erstmal ein paar Personenzüge wieder irgendwo ankommen. So, T3 ist da unterwegs, T4 ist hier unterwegs, T1 ist da unterwegs. Sind natürlich beide jetzt. Das ist ja natürlich doof, warum fahren die nicht hintereinander? Kann man da irgendwie die Gleise zwingen, dass die rechts- und linksseitig fahren oder so? Schwierig. Und zwei Züge hier rein und der 6er Zug, der muss hier warten. Na gut, ist erstmal so. So, aber T1 wäre natürlich klasse, wenn wir den jetzt dort quasi dann... Eigentlich müssten wir den verboseln, wenn der am anderen Bahnhof ist, ne? Weil er da ja eh erst hinfährt. Dann ist das scheißegal. So, okay, dann machen wir jetzt ganz kurz Pause. Dann werden wir nämlich jetzt T1 austauschen. Knoxville werden wir zerlegen. Warte mal, nein, erst werden wir es kopieren und zwar mit einem Johnny Bull. Ja, und dann werden wir den hier zerlegen. Ja, so, dann haben wir das nämlich gut ausgetauscht und dann ist alles wieder toll und dann sind wir ganz knapp im Plus oder beziehungsweise fast im Plus. So, Kontoüberziehung wird genutzt, $7.000. Naja gut, das kostet immer ein bisschen Geld, aber... Wenn T2 Ionen ankommt, ich weiß gar nicht, wie das aussieht mit der Farm. 14 hat sie schon, 7 sind da noch. Also mal ab und zu wird auch da was rübergelagert. Aber das Leder muss natürlich transportiert werden. Haben wir noch gar kein Leder hier hochtransportiert? Doch, bestimmt schon, oder? Nee, immer noch nicht. Na, T4 müsste Leder dabei haben, oder? T4 müsste Fleisch und Leder sein. So, und dann müssen wir hier oben drauf achten, wenn die nämlich dann leicht ins Rötliche gehen, dass wir die mal austauschen. Damit wir da schnell genug immer dabei sind. Ich weiß nicht, ob es denn T1 heißt oder nicht. Das kriegen wir ja hin. Oder das kriegen wir ja raus. Das werden wir ja dann sehen. Jetzt muss erstmal T7 fährt jetzt erstmal geradeaus durch. Ne? Dann wird die jetzt auf T6 auflaufen. T6 schiebt sich dann dahin, wo T4 lang fährt. Naja, gut, okay, das geht. So, T6 fährt jetzt leer zurück. Und macht dann. Wieso fährt die denn leer in die Richtung? Nein, T6 umdrehen! Was soll denn das? Wieso fährt denn die... Was? Die musst du da hinfahren und dann da runter. Boah, ist das schwierig. Gut, wir können das natürlich auch noch mit verbinden hier.
Ich weiß wieder, der Zug nicht, wohin fahren soll. Das ist doof dann, ne? Das ist wirklich doof. Wenn der Zug nicht weiß, wohin fahren soll. So, 50.000 plus. Hat ja auch wunderbar geklappt. So, dann stecken wir hier mal einen raus. Mach doch mal. Hallo? Möchte gerne. Nein? Möchte gerne in die andere Richtung raus. So, ist gut. Nein, da möchte ich nicht wieder rein. Ach, schwierig. So. Was ist denn nun wieder? Manchmal macht das einen aber auch wirklich nicht einfach. Rückgängig. Ich will doch hier einfach nur raus. So. Und dann will ich nämlich hier schön an dem Gleis entlang gehen. Und eine zweite Spur hinbauen. Was ist denn da das Problem mit dem Klicken? Manchmal reagiert dann nimmt er den Klick nicht. Also da drückst du und er macht nichts. Oh, T3 ist auch ziemlich langsam unterwegs hier. Naja, aber so ist es halt. So, dann müssen wir hier irgendwo rein. So. Okay. Jetzt sollte doch eigentlich dann T6 auch durchfahren können hier. Mach, das ist zurückgefahren. Das finde ich natürlich total. Jetzt hätte ich wieder zurück. Was ist denn mit T6 nicht in Ordnung? Oh, schwierig. Ganz schwierig sowas. Sowas ärgert mich. Wenn die denn jetzt, die fährt jetzt hin und her, holt sich immer Kohlen, kostet unnötig Geld. Was ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Hat schon 10% Lebenszyklus verbraucht. Und schafft es nicht nach Fort Payne zu kommen. Was ist denn da so schwer dran? Da musst du da hinfahren und dann hier runter. Mach Lack. Ja, das ist keine Haltestelle von dir. Hast du auch Mist gekriegt, ne? Oh, das ist ja schön. Ist ja kaum auszuhalten, sowas hier. So. T4 ist jetzt angekommen. Was macht ein T4 eigentlich? T4 soll nach Saratoga fahren. Keine Ahnung, was die jetzt da drin gemacht hat. Ist auch egal. So, dann kommt T3 da angefahren, jetzt kommt hier T6 angerauscht. Wenn jetzt T6 wieder dahin fährt, dann verkaufe ich sie. Dann krieg ich Rappel. Das kann doch nicht so schwer sein, dass er dann hier hinten runterfährt. Gut, ist eine Alpha, ne? Also wir haben immer noch Fehler drin, aber der ist nervig. So. Lässt hier ein. Jetzt fährst du da auch nicht geradeaus durch. Sehr schön. Warum fährst du denn jetzt da runter? Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Okay, dann müssen wir halt. Das ist mir jetzt wurscht. Dann kostet es jetzt halt Geld. Dann kostet es jetzt halt Geld. So. Jetzt hast du einen. T6 hat jetzt eine Strecke, wo sie nach unten durchfahren kann. Mal gucken, ob sie das macht. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht fährt er auch wieder hier hinten zurück. Ach, das ist überhaupt nicht schön, sowas. So. Also die Schienenführung und wie man hier die Schienen zu führen hat, das ist echt nicht einfach nachzubauen oder nachzusehen, wie das richtig gut funktioniert. Na gut. Wir werden uns da noch dran gewöhnen, denke ich mir mal. Wir werden uns da noch dran gewöhnen und jetzt müssen wir T2 eigentlich schon austauschen. Wo ist denn T2 gerade? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Man munkelt. Lokomotive T2. Gut, die wird jetzt mal kopiert in einen Johnny Bull. Den kaufe ich dafür und dann werde ich T2 so wie sie ist zerlegen. Ja. So. Gut, dann startet er wieder hier hinten, ne? Ja, der startet wieder da hinten. Naja, gut, okay. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig dann. So, T6 fährt jetzt das erste Mal hier runter. Das ist schon mal gut. So, 2400 ausgegeben für... Ach, fürs Leder. Okay. Okay, 2400 fürs Leder ausgegeben. Und T5 hier jetzt wieder unterwegs. Na gut, okay, die bringen ja auch mal Geld. Jetzt könnte mal irgendwann T6 ankommen und hier wirklich vielleicht eventuell, also wenn man denn jetzt hier mal davon ausgeht, dass das funktionieren könnte, dort was anbringen. Und könnte dann hier oben dafür sorgen, dass hier mal Textilien ankommen. Mal gucken, ob es klappt jetzt. Ja, das muss man noch sehen. So.
Die Textilfabrik wollen wir natürlich eigentlich kaufen, ne? Also da müssen wir natürlich auch nochmal Geld kriegen. So 1300 kostet die anscheinend einmal ein Baumwollteil. So, das werden wir gleich ausbauen hier. Und dann werden wir natürlich auch eine Werkstatt reinbauen. So, Bahnhof ist auf Stufe 2 aufgestiegen. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Das stimmt. Fort Payne. So, aber jetzt sieht man schon, die bauen auch anscheinend immer noch, ne? Also da kann was passieren. Alles klar. Also, die erste Baumwolle ist unterwegs. Das hat ja jetzt länger gedauert als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich jetzt nicht so schwierig mir vorgestellt, dass das so schwer jetzt umzusetzen ist. Wir warten mal, bis der Zug hier auf der Brücke ist und werden dann ihn quasi ein Foto von ihm machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn wir hier hoffentlich dann früher oder später auch mal komplette Textilien haben. Ich denke mal, das sollte ja jetzt 5 Textilien bringen. Dann muss ich natürlich einen anderen Zug, der die Textilien hin und her bringt, noch bauen. Und dann könnte man Kleidung machen und dann könnte man eigentlich schon eine Kleidung abliefern. Wir müssen zwischendurch noch Leute einstellen. Oh, jetzt wollte ich ein Foto machen, ne? Das ist ja schrecklich. Na gut, haben wir hier ein Foto gemacht. So, wir müssen eigentlich noch Leute einstellen. Irgendeinen guten hier. Angestelltengehälter minus 25. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir die Gehälter ein bisschen runterdrücken können. Baukosten schieben minus 10. Forschungskosten minus 23. Das ist auch gut. Kann ich ihn nicht einstellen? Wieso kann ich ihn nicht einstellen? Benötige Quadratmeter. Ah, muss ich ein Büro ausbauen. Alles klar, okay. Gehen wir hin. Momentchen bitte. Ich muss mein Büro ausbauen. Oh, ein paar mehr Quadratmeter. Und jetzt kann ich ihn einstellen. Kann ich ihn nicht immer noch nicht einstellen? Ich hab doch mein Büro ausgestellt, aufgebaut. Ach, Personalabteilung. Erweiterte Personal. Ah, okay, gut. Gut, 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 gut. Alles klar, so, dann können wir den hier einstellen. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, wenn wir dann noch ein bisschen Geld kriegen. Und jetzt müssten wir hier eigentlich einen Auftrag erforscht haben. Fertig haben, genau. So, in 700 Tagen müssen wir das hingekriegt haben. 3 Angestellte angeheuert, abgeschlossen. Warum ist das hier vorne nicht farblich geworden? Oder ist das einfach bloß, diese Aufgabe ist optional? Achso, bin optional. So, das haben wir geschafft. Kaufen wir Textilfabrik. Gut, also jetzt müssen wir ein bisschen Geld sparen, damit wir eine Textilfabrik kriegen. T6 kommt, jetzt ziehe ich das erstmal an. Ach, guck mal, dann gucken wir nochmal an. Wie viel kriegen wir denn hier für eine Baumwolle? 4000. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kriegen wir jetzt 20.000 auf unser Konto gut geschrieben hier, wenn die hier ankommen. Na gut, haben wir noch ein bisschen was geschafft. Alles klar. Ja, das war's dann aber, ne? Wir gucken jetzt noch, wie da hier einfährt und wie das Geld dann hochklinkert jetzt gleich hier und dann ist Schluss. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das wäre richtig toll. Wie schön schnell ihr denn die Restfahrt schafft, ne? 4015. Und die ersten Textilien werden produziert. Das heißt, wir müssen uns wirklich in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir die Textilien hier wegkriegen. Alles klar, bis denn. Tschüss.